endlich ist es soweit. Zweirad Ferraro öffnet die Pforten in den neuen Räumlichkeiten. Guten Morgen, Giovanni, grüß dich. Guten Morgen, Mike. Giovanni, wie geht's dir? Gut, ein bisschen erschöpft, aber glücklich. Okay, muss erklären, du bist erschöpft natürlich, weil du viel Stress hattest in den letzten Wochen, denn der Umzug stand ja an. Ja, der Umzug stand an, dann noch am Samstag den Dino Day im Scooter Tech, also war schon ein volles Programm. Ordentlich was los bei dir, aber ich gehe mal ein paar Schritte zurück, ich zeig's mal nämlich, denn Zweirad Ferraro ist tatsächlich jetzt hier umgezogen, hier ins EKC in Buß und hat wirklich richtig tolle neue Räumlichkeiten. Darüber freust du dich aber, oder? Ja klar, endlich ein bisschen mehr Platz, ach, man kann mehr Ware zeigen, mehr Motorroller vor der Tür auch haben, auch hier im Laden drin und unwahrscheinlich viel Ware, fast für jeden Roller alles vorrätig. Genau, man muss dazu sagen, heute ist nicht die offizielle Öffnung, die wirst du dann irgendwann noch nachholen, gebührend feiern, im Frühjahr, hast du gesagt? Ja. Also das ist jetzt eine indirekte Eröffnung, damit wir langsam mal zu Potte kommen. Die Kunden schreiben uns schon an oder halt rufen an, wann wir aufmachen. Und im Winter Ladenlokal in dem Bereich Motorroller aufzumachen, macht eigentlich gar keinen großen Sinn. Aber im Sommer wird es uns zu viel Geld kosten, weil uns dann die Kunden weglaufen, weil wir keine Zeit haben. Also ist besser im Winter und offizielle Eröffnung wollen wir dann im Frühjahr machen. Also, es ist trotzdem geöffnet, man kann vorbeikommen. Jetzt sind wir neugierig, dürfen wir denn reinschauen? Ja klar, alles rein. Dann, ich folge dir, Giovanni. Und wir wollen die neuen Räumlichkeiten jetzt auch von innen sehen. Ja, so sieht es aus bei Zweirad Ferraro hier im Einkaufszentrum Buß. Und was man jetzt schon sieht, Giovanni, du hast hier richtig viel Platz. Ja, Gott sei Dank, wir haben jetzt endlich mal Platz, dass auch die Roller besser präsentiert werden können. Von der Masse her ein bisschen mehr da ist. Also das heißt, wir werden hier im Schnitt 45 Roller im Laden haben zur Auswahl. Und auch lieferbar sehr schnell, wenn irgendein Modell ausgeht, weil unser Lieferant hier aus der Nähe ist, als in der Nähe von Schwarzwald praktisch. Ich zeige schon mal, hier stehen auch schon, es stehen noch lange nicht alle hier, alle Roller. Das heißt, einige stehen auch noch oben, muss man sagen, hier der alte Laden, den es weiterhin geben wird. Ich sage, weil es ein Steinwurf weg von hier nur. Ja, der ist ja 50 Meter weiter oben. Klar, die Roller stehen noch oben, damit ich hier mal ordentlich mal alles noch überschauen kann. Die Putzfrau kommt am Donnerstag für die Endreinigung zu machen und dann fangen wir an, Roller reinzufahren und auch viele vor der Tür zu präsentieren natürlich. Damit auch jeder sofort sehen kann, wo Zweirad Ferraro jetzt ist. Aber es sind trotzdem schon einige da. Das heißt, man kann sich denn auch jetzt schon umschauen und natürlich sich wie gewohnt hier von Giovanni und seinem Team, was auch nach und nach runterkommen wird, beraten lassen. Ja klar, auf jeden Fall. Wie schon im letzten Video erwähnt, haben wir die Räumlichkeiten getrennt. Wir werden im alten Laden, der schon über 10 Jahre besteht, Gebrauchte verkaufen, ach ankaufen, ist jeder ist gerne gesehen und Reparaturen werden oben durchgeführt, also oben im kleinen Häuschen und hier wird überwiegend dann der Verkauf tätig sein. Verkauf von Neuware, Ersatzteilen, alles oder ja, Tuningteile, alles was dazugehört, was man eben braucht, um Spaß beim Rollerfahren zu haben. Und ja, man sieht schon, ist doch schon gut bestückt alles. Ja, ist schon also, von der Ware ist alles da, nur noch halt die Rollern und dann das ein oder andere Artikel fehlt noch hier. Und da bin ich ganz stolz drauf, da ist unser kleine italienische Vespa-Ecke. Das heißt, jede Kundenberatung wird hier gemütlich bei einem Tass Espresso oder auch was kühles Getränk serviert und in aller Ruhe beraten. Das ist das, was wir früher nicht hatten, diesen Platz und diese Ruhe, weil wir praktisch die Kunden, Werkstatt und Verkauf getrennt haben. Also haben wir viel mehr Platz für unsere Ware und viel mehr Zeit für unsere Kunden. Ganz wichtig. Weil man sich auch einfach mal, genau wie du sagst, hier zurückziehen kann und toll mal ein Gespräch führen. Ansonsten, ja, ich zeig weiter, wirklich alles Mögliche da. Ja. Wir haben auch eins gedacht diesmal, man sieht hier wie viele Batterien, Sorten, also das heißt Motorradfahrer sind gerne hier gesehen. Wir haben Öle, auch hier zum Beispiel die 1060er für die Harley-Fahrer, verschiedene Schmiermittel oder Reinigungsmittel für die Motorradbranche, Ladegeräte, die auch für die Gelbatterien sind. Also wir haben schon auch an die Motorradfahrer gedacht, die einfach die kleinen Artikel, die sie gerne mitnehmen, nicht irgendwo per Online bestellen wollen, Beratung wollten, haben wir hier auch zur Verfügung. Also auch hier einfach mal vorbeischauen, vorbeigucken und fündig werden. Ja, wir sehen noch, ist tatsächlich noch jede Menge Platz hier, von wegen, der dann gefüllt wird mit den ganzen Rollern, die Giovanni gesagt hat, spätestens Donnerstag, sagtest du? Ja, am Donnerstag, man sieht hier diese Fläche, die wird dann nicht mehr da sein, genau wie hinter uns, wo wir gerade waren. Es sind, wie gesagt, hier 45 Roller geplant, vor der Tür werden auch 10 Mal stehen. Also sind wir in etwa so zwischen 50 und 55 Roller
sind da, von klein, groß, von grün, blau, gelb, rot, was man braucht. Also jemand, der einen Roller möchte, der kommt hier rein und geht auch mit dem Roller raus eigentlich. So soll es sein, genau. Okay, Giovanni, jetzt verrate doch ganz kurz, du bist jetzt umgezogen. Also nicht komplett, der alte Laden bleibt oben. Das kleine, wie hast du gesagt, das kleine Häuschen. Ja. Dort findet nach wie vor Reparatur, An- und Verkauf von gebrauchten Rollern. Und hier im EKC-Bus die neuen Räumlichkeiten, Zweiradtorau. Wie sehen denn die Öffnungszeiten? Die Öffnungszeiten sind dann Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis um 18 Uhr. Samstag von 10 bis 16 Uhr. Also wir haben 2 Stunden draufgeschlagen. Und der Mittwoch ist geschlossen. Okay, und ich zeige es mal draußen hier. Auch hier perfekt. Du hast wirklich hier direkt angeschlossen am EKC-Bus. Mit riesigen Möglichkeiten hier mit zum Parken, um vorbeizufahren. Sei es mit dem Auto, mit dem eigenen Roller, mit dem Fahrrad, zu Fuß, wie auch immer man kann vorbeikommen. Und hier ist auch Platz, jede Menge Platz, um eben auch einen Roller mal Probe zu fahren. Ja klar, Probefahren ist ganz wichtig. Platz haben wir, Parkplätze en masse. Natürlich, was gut ist, wenn auch mal was fertig gemacht werden muss. Und wir wollen das im Sommer so steigern, dass wir den Roller am gleichen Tag ausliefern können. Das heißt, man kann hier gemütlich in ein Restaurant gehen vom Globus her und was essen. In der Zeit machen wir den Roller fertig. Also es ist schon einiges geplant. Das ist eigentlich nur im Moment der Gipfel vom Eisberg. Also, wichtig zu wissen, Zweirad Ferraro in den neuen Räumlichkeiten hat geöffnet, ab sofort, man kann jederzeit vorbeikommen und garantiert, ich zeige noch einmal den Blick, sobald man jetzt hier reinkommt, nach dem Video wird es hier schon wieder anders aussehen, weil jeden Moment wird neue Ware kommen, es füllt sich und füllt sich und füllt sich und kann hier starten. Ja, ich bin schon, merke schon, etwas zappelig, weil ich habe noch so viel Arbeit. Die Theke ist noch nicht eingeräumt, da sind ungefähr 600 Artikel drin, von Schräubchen bis zum kleinen Klemmchen ist alles da. Was ich aber noch erwähnen will, ganz wichtig, viele kennen mich auch, dass ich an der Trese stehe vom Scootertech, den wir auch betreiben. Also es wird sich nichts ändern, Scootertech bleibt bestehen. Und die Leute, die hier in der Gegend sind, können dort auch was bestellen bei meiner Mitarbeiterin und können es hier im Bus abholen kommen, auch kein Problem. Das ist ein Kundendienst, den wir dazufügen. Perfekt. Es wird immer größer, es wird besser. Zweirad Ferraro und wie wir gehört haben, auch über Scootertech. Perfekte Kombination, perfektes Zusammenspiel. Giovanni, viel Glück, viel Erfolg hier im neuen Laden. Und ich denke, deine Gäste, deine Kunden werden es lieben, dich hier besuchen zu können. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und dann sind wir gespannt, wie die ganze Ware aussieht. Und natürlich freuen wir uns natürlich auch dann aufs Frühjahr, auf die große Eröffnung. Aber jetzt geht's erstmal hier los mit dem neuen Laden. Ja, so hast du alles gesagt eigentlich. Ich freue mich jetzt nur noch auf Weihnachten, die Füße hochlegen ein bisschen. Ich bin etwas ausgepowert, aber ab Januar geht's wieder los. Und im März hauen wir richtig drauf, wie wir Salander sagen, auf die Kacke. Das hast du dann auch verdient, Giovanni. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Danke dir, Mike. Ciao.